Hallo Leute und herzlich willkommen. Es geht weiter auf den Plattentrümmern von Final Fantasy VII Remake. Nun sind wir auch bei Part 49 und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, hier warten schon weitere Gegner von uns, wie wir gerade gesehen haben. Wow. Hier kommt Baron. Los, gib mir. Jetzt könnt ihr auch verzählen. Wir werden für nichts Zeit machen. Bis wir am Ziel sind. So sieht's aus. Ah, Heilung umsonst. Hier kann man sich wieder ausruhen. Aber bisher haben wir das doch sehr gut gemeistert. So, hat er noch irgendwas Neues? Hat auch mal drei Megatränke. Sehr gut. Ja, da könnte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr holen. Wir haben wahrscheinlich auch nichts Neues, nein. Ich würde sagen, ja, speichern wir mal ganz kurz. Ich habe noch vergessen zu speichern beim letzten Part. Für mich sehr, sehr wichtig, dass ich nicht nochmal alles von vorne machen muss. So. Gegengift. Durch die Tür dadurch? Nein. Wo geht es hier weiter? Da bin ich ja gekommen. Ah, hier geht's weiter. Okay. Musik hört auf. Cloud. Wir fangen von vorne an. Hey Cloud, du hilfst uns doch bestimmt. Wird nicht billig. Ah, ja. War doch gerade was. Ja, das muss man irgendwo hinschießen können, aber wo? Nach oben. Ah, der schon wieder. Nervt! Oh, renn, 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 renn! Das sieht übel aus, Mann!
Sieht aus, als würde der Wettlauf hier enden. Achtung! Dann übernimm. Wurde schon ungeduldig. Da geht noch was. Auf die Fall. So, offenbar wird wohl Blitz gegen den helfen. Cloud hat natürlich schon ein bisschen Schaden genommen, deswegen. Alles Blitz auf ihn drauf, was zählt. Alles okay? Oh nein! Oh jawohl. War's das? Kann ja nicht sein. Wie bitte? Das hätte mir Achtet auf den Laser. Das hätte mit Sicherheit viel Schaden gemacht. Es geht weiter. Lass mich mal. Genau so. Nicht übertreiben. Oh, ich brauche da Äder. Lenk den Laser auf den Hubschrauber. Oh nein, Barrett ist tot. Was? Dein Einsatz. Ich mach das. Ich zähl auf dich. Jetzt. Ist das alles?
Fahrer Funkel, mein Liebling. Heli-Schütze. Der ist hinüber. Mit uns nimmt's halt keiner auf. Hm. Was? Verdammt! Oh nein, Latte. Action wie bei den Amerikanern. Boah, das war knapp. Besser als jede Achterbahnfahrt. Bin dabei. Auf in die Höhle des Löwen. Die Geschichte geht weiter. In der Höhle des Löwen, Kapitel 16. Empfang. Bei so einem Anblick kann man fast die Hoffnung verlieren. Verzweiflung gibt einem Stärke. Manchmal zumindest. Spart euch die auf. Gut. Und was nun? Stürmen wir knallhart frontal rein? Macht mit Sicherheit Eindruck. Wir sind nicht zum Spaß hier. Zur Rückseite. Dort ist der Eingang zur Tiefgarage. Shinra-Gebäude. Ich fühle mich geehrt. Wir sind sicher nicht deren einzige Feinde. Denk an die Hauptgruppe. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auch Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. Ah.
Wir sind hier, um Aeris zu retten. Nicht für deinen Rachefeldzug. Feindkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im Geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampf ablassen, verdammt nochmal. Hitzköpfiger als ein Bomber. Ja. Ach, stimmt allerdings. Eine Mucke-Medaille und eine Kiste. Was haben wir drin? Zwei Supertränke. Oh, eine Bank, sehr gut. Wenn man mal Turbo-Aider kaufen könnte, wäre das nicht schlecht. Haben wir noch bessere Ausrüstung irgendwie? Wollen nicht danach aus. Material jetzt wahrscheinlich auch nichts Neues. Nein. Weichern wir mal kurz hier. So Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet zum nächsten Part ein. Ich freue mich auf euch. Bis denn!